Let's go, Leute. So, wir sind hier wieder am Start und spielen jetzt die Vollversion von The Crew. Und zwar nicht alleine, sondern hier zusammen mit dem Flo. Hi. Hallo. Der Flo ist hier auch wieder am Start. Manche werden ihn noch kennen, manche nicht. Ist ein guter Kumpel von mir und er hat The Crew auch gekauft. Und der labert mir gerade mitten ins Wort. Sei doch mal leise. Ja, so Leute, wir fahren jetzt hier wieder das Anfangsrennen eben. Das haben wir in der Beta schon gemacht, in der Demo quasi. Wer das noch nicht gesehen hat, die Playlist mal rechts oben bei mir verlinkt, kann mal vorbeischauen. Ja, aber die Vollversion ist jetzt draußen, wir müssen das jetzt leider alles nochmal machen. Ich werde euch jetzt nur diese zwei, drei Anfangsszenen zeigen, weil ich noch kurz was labern will. Und dann, jetzt labert der mir schon wieder dazwischen, ne? Dieser Typ kotzt mich so an. auf jeden Fall cut ich das dann alles raus und dann sehen wir uns gleich, wenn wir dann ein bisschen Kacke machen zusammen mit dem Flo. Der Flo hat leider kein YouTube-Channel, deswegen kann ich den nicht verlinken, aber ja, ist trotzdem witzig. Wird bestimmt ganz nice. Ich habe auch ein paar Sachen verändert. Ich weiß jetzt, wie man driftet. Das habe ich nämlich eingestellt extra. Und ich habe jetzt auch auf 60 FPS, denn ich habe gemerkt, dass ich in der Demo vergessen habe, auf 60 FPS zu stellen, weil es war standardgemäß auf 30, was überhaupt keinen Sinn macht. Aber ja, auf jeden Fall würde ich sagen, wir fahren die Rennen jetzt zu Ende und dann sehen wir uns später. Bis dann. Jetzt aus dem Herzen von New York City war dies die Live Extreme Series Episode 1. Danke fürs Zusehen und folgt uns in den sozialen Medien. Könnt ihr natürlich auch super gerne bei mir machen, alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt heiße ich herzlich willkommen zu The Crew 2. Und ja, ich bin gespannt, was das jetzt wird. Dieses Projekt wird auch nicht ganz zu häufig kommen. Also jetzt am Anfang vielleicht jede Woche mal, dann aber eigentlich vielleicht einmal im Monat oder so. Also es ist jetzt nicht so das krasse Spiel, was man unbedingt let's playen muss oder kann. Ist zwar ganz witzig für zwischendurch, aber naja. So Leute, wir können uns natürlich hier wieder ein Auto auswählen, wie damals schon. Und wir nehmen auch wie damals schon wieder den Mustang hier natürlich. Mustang ist ein Muss, kann man auf jeden Fall mal machen. Diesmal nehmen wir die Felgen, weil das ist einfach cool. So Leute, wir fahren hier zusammen mit dem Flo jetzt ein Rennen. Er hat sich dasselbe Auto nur ein bisschen verbessert, wie ich geholt. Weil der Flo hat das Spiel schon irgendwie durchgesuchtet, keine Ahnung. Ja, ist jetzt nicht so das, was ich machen werde, aber kein Problem. Er hat auf jeden Fall richtig krasse Autos. Er hat sich jetzt hier den Ford Mustang, den ich auch habe, halt ein bisschen aufgetunen und mit dem fährt er jetzt. Ich werde natürlich richtig reinkacken, wie man gerade sieht. Aber ist ja nicht so schlimm. Ihr könnt mir super, super gerne jetzt mal in die Kommentare schreiben, was wir denn machen sollen. Soll ich hier einfach nur Rennen fahren? Sollen wir irgendein Ziel erreichen? Gibt es irgendwelche coole Sachen, die ihr euch wünscht? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, würde mich freuen, wenn ihr da ein paar Ideen für uns habt. Beziehungsweise für mich. Wäre ganz nice. Und ja, man kann wie gesagt auch viele Sachen zu zweit machen. Wäre ganz witzig, wenn ihr da hingegen auch noch ein paar Ideen habt. Ich habe jetzt halt einfach alle Rennen mal durchgespielt, also das Rennen mit dem Boot, mit dem Auto, mit dem Flugzeug und Offroad. Und ja, ansonsten habe ich bisher jetzt noch gar nichts gemacht. Bin mal gespannt, du bist natürlich komplett Erster. Ja, es gibt halt auch Abkürzungen bei, also ich glaube nicht bei jeder Gott, hier Strecke, muss ich kann sein. Ja, es gibt manchmal so kürzere Wege. Ja. Entdeckst du auch im Laufe der Zeit. Musst du ja nicht unbedingt fahren hier. Lass uns gewinnen die anderen. Wir müssen ja gewinnen, weil dann gewinnst du auch gleichzeitig. Ja, ich weiß, weil wenn du gewinnst, gewinne ich auch. Ja, du bist Zweiter jetzt. Was hast du gemacht? Ja, ich wäre auch wohl so. Ja, ich dachte, du bist schon voll weit weggefahren, aber das ist in dem Spiel ist das halt gar nicht so realistisch. Also, hier gibt es so den altbekannten Gummiband-Effekt, oder? Also die KI fährt die halt so hinterher, dass du. Also wenn du jetzt erst bist zum Beispiel, dann wärst du halt einfach langsamer als ich. Das ist so ein bisschen komisch, aber es ist halt so. Ich fahre hier gerade ein bisschen an der Leitplanke, Need for Speed Style. Die Leitplanke mitnehmen. Und jetzt überholt er mich schon wieder, das ist unglaublich. Ja, ramm mich auch noch weg! Das hat er gemacht. Ja, das machen sie ja auch gerne. Alter, Fünfter immerhin. Also nicht Letzter. Kann man mal machen. Achso, für ein erstes Mal. Ja. Ich weiß nicht, ob die jetzt besser sind. Mein Auto ist nicht so viel besser. Ich habe nicht. Ja, doch, aber halt schon besser als meins. Ja, ja, das schon. Das auf jeden Fall. Aber wenn du jetzt mal guckst, hier hast du die Abkürzung schon entdeckt, ja, ne? Weiß ich nicht.
Hier, komm mal zum Start. Wo bist du? Bist du? Ich bin schon weitergefahren, glaube ich. Ja, fahr. Ja, ich komm. Ihr könnt mir auch super gern schreiben. Die Beute besteht aus Teilen, die wir fürs Tunen nehmen. Hier ist nämlich ich habe ein paar Teile fürs Tunen hier bekommen. Ups. Ich hab dich gar nicht gesehen. Ich hab gerade auf die Teile geachtet, was ich beim Tunen bekommen hab. Ihr könnt auch mal reinschreiben, was für eine Sicht ich nehmen soll. Also ich werde manchmal aus der Ego-Perspektive fahren, weil es einfach cool ist. Aber ich werde auch manchmal halt aus der Außenperspektive fahren, wie gerade eben. Weil ich da halt mehr Übersicht habe und einfach, ja, besser fahren kann. Ja. Was hast du, was waren das für Farben? Rutschesrennen, grün. Alles? Ja. Ach, vielleicht kann... Ja, es gibt ja drei verschiedene Farben. Okay. Dann nochmal blau und lila oder grün, pink. Blau, lila. Genau, grün ist am schlechtesten, sage ich mal so. Das siehst du ja auch in den Nummern, also die Nummern umso höher, umso besser. Aber die blauen zum Beispiel, die haben einen Effekt noch drauf. Und die lilanen oder pinken, wie man es halt nimmt, haben zwei Effekte sozusagen drauf. Das kann dann sein, irgendwie, dass du mehr Geld bekommst. Also zum Beispiel jetzt bei dem blauen kann man nachschauen. Steigert das Tempo, während man sich vor einem anderen Fahrzeug befindet, um 2,3% zum Beispiel. Okay. Also immer achten, so irgendwie die lilanen drauf lassen. Aber kommt natürlich auch auf die Zahl drauf an. Ich mache eigentlich immer das Höchste, weil es finde ich am besten ist. So Leute, nachdem wir hier in New York gefahren sind, fahren wir jetzt in Los Angeles ein kleines Rennen. Und wir gucken dann, vielleicht fahren wir direkt danach nochmal Offroad. Hier links ist auch ein Camaro, der sieht auch geil aus. Das ist so ein Auto, will ich mir auch gönnen. Oh, sorry. Aber den Offroad hasse ich. Ja, wir fahren mal Offroad auch, also. Ja. Alles mal ein bisschen querfeld ein. Wenn man ja alle Rennen gemacht hat, ne? Kommen Endgegner, ne? Oh, shit. Und, ich bin ja, ich wär fast auch raus. Und jeder Endgegner und ich habe alle übelst gut geschafft, aber den Offroad habe ich ewig gebraucht. Das war nicht so deine Stärke dann anscheinend. Ja, ich dachte am Anfang so geil Offroad, aber ja, Offroad, es sind ja auch wieder verschiedene. Ja, klar. Sag ich mal. Ich werde jetzt noch die einfachen haben. Ja. Ob es mit einfach zu tun hat, ja, wenn du ja Follower-Level aufsteigst, bekommst du ja neue Disziplinen dazu. Das finde ich ein bisschen, sag ich mal, wie heiße gelöst, weil wenn du jetzt ein Follower-Level, ich glaube als nächstes kommt berühmt, ne, müsste kommen, und wenn du dann berühmt bist, musst du einmal in jedes Hauptquartier gehen, um die neuen Dinger freizuschalten. Ah, okay, finde ich ein bisschen, naja. Ja, gut, aber das wird mich jetzt nicht unbedingt stören. Also ist natürlich ja, kacke, aber ja. Oh nein, ach, Travis hier schon wieder, komm. Hier gibt's glaube ich auch eine Abkürzung. Ja, die fährt Travis wieder, ich fahr ihm hinterher. Ja, ich kenne die bis jetzt immer noch. Ich fahr ihm gerade hinterher, weil ich das gerade gesehen habe, dass er da hinfährt. Ja, okay, ich war schneller. Oh. Ja, mein Auto. So eine Ausstattung, aber die Bots fahren also immer, das kannst du ja auch merken, so ungefähr zwei oder drei Bots sind immer übelst gut, der Rest ist eh schlecht. Und das sind immer die, wo die Abkürzungen verwenden. Läuft. Leute, übrigens, das werdet ihr schon gecheckt haben, denke ich mal, das werde ich auch im Stream gestern gesagt haben. Gestern haben wir The Crew gestreamt und heute ist erst die erste Folge online gekommen. Also die nehmen wir gerade vor dem Stream auf, nicht dass ihr euch hier wundert. So verwirrend. Ja, für dich schon, aber für mich, ich bin's gewohnt. Gestern haben wir gestreamt. Ja, also eigentlich ist der Stream für uns erst in ein paar Tagen, aber eigentlich war es schon gestern für euch. Kein Problem, Leute. Habe ich aber im Stream dann gesagt, also das solltet ihr auf jeden Fall mitgekriegt haben. Außer ihr habt den Stream natürlich nicht gesehen, dann rechts um meinem E-Mail reingucken. War geil. Sehr zu empfehlen. War geil. In den Streams können wir aber ein bisschen zusammenzocken wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da zusammenzocken können. Aber soweit ich das vorhin gesehen habe, passen in einer Sitzung 6 Leute rein, okay, glaube ich. Ja, gucken wir. Aber musst du, das werden wir, musst du halt auch immer dann zu Uplay adden. Werden wir dann im Stream ja gesehen haben. Jo. Was da abging. Jetzt bin ich. Wo ist jetzt die Abkürzung? Jetzt leider wieder Vierter. Hier.
Hier ist die Abkürzung. Ja, das ist natürlich scheiße, wenn du kurz vom Ziel dann runterfällst. Ja, ich bin jetzt Zweiter gewesen hinter dir und dann die letzten zwei der Kurven kacke genommen. Ja, ist mir auch schon oft passiert. Das ist mir, Aber wir sind ja noch nicht beim Ziel, oder? Doch, tatsächlich. Doch. Ja, ich bin Dritter. Oh, du bist Dritter. Ich hab den gerade mal überholt. Läuft, wow! Ich werde ja immer besser. Das kann ich kann ich dir auch gleich sagen, so bei den normalen, also bei der normalen Schwierigkeitsstufe kannst du Dritter werden, also Erster, Zweiter, Dritter bekommst du Belohnung. Und bei schwer musst du Erster werden dann. Okay. Aber die andersfarbige bringt noch cooleres. Okay, ich habe jetzt auch was Pinkes, Grünes und Blaues bekommen. Oh, Pink ist Pink, gut. Grün und Blau. Da kannst du gleich nachschauen. Da kann ich gleich nachschauen. Warte mal, jetzt zeig mir jetzt hier irgendwas an, das überspringe ich jetzt mal. Ist eigentlich relativ egal. Wie kann ich das machen? Auf Fahrzeuge, ne? Also, ja, du gehst einfach auf dieses Teil drauf, wo du halt eh auswechselst. Performance. Und dann drückst du Select, ich glaube, das ist auch PS4-Controller. Ich bin schon hier Select. Ausstatten, hier mit Grün. Ne, bei Grün geht's nicht, bei Blau und Purple. Lila. Ich kann das doch hier auswählen. Ja, nein, wo du Details anschauen kannst. Also, was dieser Effekt ist. Ach so, ist, das weißt, meinst du? Ja, das auf kann Select, man, ich glaub, auf dem Touchpad, ja. Touchpad, ja. Da kannst du halt durchlesen, was ich das bringt. Ich pack so einfach alles drauf, ist doch cool. Oder nicht? Ja, aber irgendwann hast du vielleicht mal ein anderes Lilanes, wo theoretisch so, gleich ja, gut ist, aber der Effekt ist so. Soll ich ja, grün auch drauf klatschen? Ja, ne? Bringt ja, schon. Alles drauf klatschen. Alles, was du kannst, ich nur eins klatschen, ne? Ja, klar, eins pro Ding, das ist ja klar, logisch, ja. Aber ich meine, ob es jetzt schlechter wäre, grün drauf zu klatschen. Ja, okay, dann machen wir das einfach alles drauf und dann passt die Sache. Weiter geht's. So, Leute, wir haben jetzt hier ein kleines Flug-Akrobatik-Battle, keine Ahnung, wie man das nennt. Hätte. Ja, es ist halt 1 gegen 1 wahrscheinlich jetzt, ne? Nö. Richtig? Wenn ich gewinne, hast du auch gewonnen. Es ist eigentlich kein PvP. Ich habe nachgeschaut, weil ich fand es ein bisschen, was heißt scheiße, blöd, dass es kein PvP gab. Und es soll anscheinend ab Dezember rauskommen. Ah, okay. Also gibt's gar kein 1-1, also gegeneinander. Nur Koop. Nee, bis jetzt noch nicht. Quasi. Ja. Und was ich dir auch, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, unten, wo deine Geschwindigkeit angezeigt wird, ne? Hast du so ein, dieser Kreis da, der wird ja immer schwarz, wenn du runtergehst oder so. Ja, musst du immer anschauen, wenn du hochfliegst oder so. Hochfliegen muss er ganz schwarz sein, ganz weiß sein. Und beim Sturzflug ganz schwarz dann. Fliege näher am Boden. Habe ich auch übelst spät erst gedacht. Sie will nur herausfinden, was du drauf hast. Ich soll näher am Boden fliegen. Ja. So ist es richtig. Okay. Volles Risiko. Volles Risiko, Leute. Volles Risiko. Hier, Leute. Alter, krass. Wow. Hast du auch gerade Tiefflug? Ja, tatsächlich. Eigentlich unbeabsichtigt. Ich kann sogar Tiefflug auf dem Rücken, habe ich gerade gemacht. Naja, das musst du dann auch, ja, du musst ja Fotos machen. Aufsetzen und durchstarten. Ist klar, oder? Nee, was muss ich machen? Einfach landen, oder was? Ja, kurz am Boden landen und dann gleich wieder hochfahren. Okay, dann war ich hier nicht unbedingt den Huppel vor mir. Ja, das ist... Okay, passt auf, Leute. Mal abbremsen. Natürlich safety first landen. Und hoch. Ja, du musst nicht lange unten bleiben, du kannst nur kurz stumpfen. Direkt nochmal, Alter, was wollen die denn von mir? Jetzt machen wir mal nur stupsen. Nur stupsigen. Zack, ja, du hast ja auch Zeit, ne? Wow. Ja, ich habe absolut viel Zeit. Und noch eine Minute. Oh, jetzt gehen wir jetzt mal nach links. Hui. Richtig viel Spaß. Ich kann ein paar Minuten. Ja, ich dachte am Anfang, es gibt Kopf keinen. Vielleicht kannst du das eines Tages. Hat mich ein bisschen traurig gemacht, dass es dann nie Akrobatik war, aber heißt ja auch so, ne? Ja, klar. Es war mir eigentlich relativ klar, dass das so ist. Und dann, was man hier machen muss. Okay, wir fliegen einfach mal hier umgedreht. Senkrechtflug, okay. Mach ich doch gerade, oder? Hallo? Hallo? Ich flieg doch gerade senkrecht, was wollen die von mir? Wird's nicht angezeigt? Doch, jetzt. Ja, unten auf dem Ding schauen. 500 Meter, ja, ich hab's schon. Noch 10 Sekunden, fuck, noch schnell eine Rolle. Baller rein. Eine.
2, komm, komm, komm. Jawohl. Ich bin gegen Baum geflogen, scheiße. So Leute, läuft. Das ist ganz einfach. Für alles, was du machst, kriegst du Follower. Also die sind eigentlich relativ einfach. Ja, ich merk schon. Und kriegst noch mehr Follower. Und Bugs. Viele Bugs. Mit denen du all das coole Zeug kaufen kannst, das wir brauchen. Oh, ich hab nur grün. Ich hab blau, grün, grün. Oh nee. Oh nee. So, lass mal wieder wegdrücken. Hier, zack, dann hauen wir die gleich drauf. Ne, probiere ich gleich mal. Kenn mich ja noch nicht so krass aus, aber... Hier, blau, zack, bumm, grün drauf, was auch immer das ist. Einfach draufballern. Kann man mal machen. Alles draufhauen, einfach draufhauen, so läuft das hier. So, Leute. Dann hier das angekündigte Offroad Racing. Der Flo hat natürlich jetzt das gleiche Auto wie ich, sonst wäre das hier echt unfair. Das ist auch kein 1 vs 1, also. Ich gewinne für dich. Du gewinnst für mich. Das ist tatsächlich ganz gut, dass ich hier dann so oder so einfach Geld bekomme. Das ist ganz nice. Du könntest dich theoretisch die ganze Zeit einladen lassen, nebenbei essen und musst gar nicht fahren. Ich fahre für dich. Aber ich bin gerade ganz hinten. Ich frage mich warum. Also wie du wahrscheinlich schon gemerkt hast, einfach Vorgabe schneller sein. Ja, also. Das ist schon komisch. Aber das Ding ist, die Vorlage fährt immer eigentlich einen Weg. Und du kannst immer straight durch die Büsche und Bäume wie fahren. Wie ich gerade gegen die Palme. Das darf natürlich nicht passieren. Ja. Das ist halt damals in der Open Beta habe ich ja auch in der Ego das gespielt. Das in der Ego-Perspektive durch den Wald zu fahren, alles crazy. Oh, die Vorlage ist nicht mal schlecht. Also ja, die hat mich auch überholt, weil ich gegen den Baum gefahren bin. Und vorhin war ich vor der, aber jetzt... Ja, ich bin gegen Stein gefahren. Ich hab dich gesehen, du bist direkt vor mir jetzt. Also zum Glück nimmst du halt auch die Autos, weil sonst... Ja, sonst wäre ich schon im Ziel. Ja. Ja, das ist ein bisschen unfair hier. Die Rally Raid Fahrzeuge habe ich tatsächlich nicht so hoch, weil ich, wie gesagt, die nicht so gerne spiele. Ich hab's schon durch, aber nicht auf schwer zum Beispiel. Ach du, also ich Scheiße, oh Gott, wo bin ich? Ja, Leute, ich bin auf jeden Fall nicht vor der Vorgabe. Ich bin gerade vor 3000 Steine gefahren. Ich wusste nicht mehr, was ich machen muss. Ich war quasi blockiert. Ja, du siehst ja manchmal unten die Zeit. Ja, jetzt bin ich wieder gegen den Baum. Also, das ist für mich gerade absolut schwierig. Leute, ja, ich crazy. Ich find's. Aber ich hab tatsächlich, also ganz ehrlich, Leute, wenn ihr mir nicht glaubt, die Demo habe ich auch gespielt und hochgeladen. Da war ich gar nicht mal so kacke. Ob ihr es mir glaubt oder nicht. Ja, ist ja so, also da, also in der Demo, bin ich da richtig reingehasselt. Das hat mich selbst richtig gewundert. Aber, ja. Du bist gerade 1 Kilometer vor mir. Ja, ich hab. Läuft, ne? Wie gesagt, ich gewinne für dich. Das ist richtig. Ich brauche ja das Geld theoretisch nicht. Aber ich sehe die Vorgabe wieder. Ich brauche unbedingt Geld, Leute. Wir müssen uns hier ein paar geile Schlitten kaufen. Da gibt's wirklich geile Autos, ey. Und ich finde auch die Sounds. Oh ne, ich bin gegen den Baum gefahren. Ich finde die Sounds haben die übelst gut hinbekommen. Also die hören sich mega sexy an. Mega geil, ne? Ja, außer bei diesen einen, habe ich dir gesagt, diesen Königsegg, ne? Gibt's jetzt 2 Stück. Einmal den für 700.000 und für 1,3 Millionen. Und der für 1,3 Millionen, der hat halt einfach nur einen Gang, ne? Der macht keinen Sound, der hört sich die ganze Zeit... Nee. Das ist wahrscheinlich ein Elektro oder so. Nein. Ich glaube, ich habe die Vorgabe... Nee, die Vorgabe habe ich noch nicht ganz überholt. Komm, zieh. Ich könnte sie tatsächlich nur einholen, die Vorgabe. Ich fahre dann noch nicht ins Ziel. Ach doch, selber. Ja, doch, irgendwie tatsächlich. Trotzdem. Ich habe die Vorgabe, glaube ich, eingeholt. Crazy. Ja, Mike. Obwohl ich so kacke. Ich habe echt so kacke gespielt in diesem Rennen. Das ist unglaublich. Okay, zu guter Letzt machen wir noch eine Bootsfahrt und dann war es von der heutigen Folge, Leute. So, Leute, wir sind hier in Nähe San Francisco. Ich finde das so cool, dass es hier so eine große Map gibt und auch wirklich die Details sind gar nicht so kacke. Also, es ist. Klar könnte man deutlich mehr Details hier haben, erwarten, aber die sind gar nicht so kacke. Es müsste nur ein bisschen belebter sein, muss man ganz ehrlich sagen. Dafür, dass es so eine große Map ist und so, finde ich das absolut schade, dass hier wirklich fast keine Autos rumfahren und keine Leute rumrennen.
Also in der Stadt geht's, aber es ist nicht so krass. So, jetzt das letzte hier, das Bootsrennen. Und wie gesagt, da bin ich gespannt, was ihr mir hier unter die Kommentare schreibt. Vielleicht auch im Stream schon ein paar Tipps gegeben habt, was wir hier machen sollen für die nächsten Folgen. Das wird dann richtig crazy, wenn hier ein paar geile Ideen kommen. Uiuiui. Und du hast jetzt anscheinend auch das Standardboot, mal schauen. Ja, ja. Hab das auch, ich habe auch alle die Teile runter gemacht. Okay. Alter. Crazy hier, was du für mich hier machst, wow. Ich bin so impressed. Ja, aber pass auf, was die Map angeht, ne? Es gibt ja so Missionen, da musst du Fotos von irgendwas machen, ne? Keine Ahnung. Kann sein. Ja, also da musst du zum Beispiel, also da gibt's irgendwo, ich glaube, wo ist es? Ich weiß, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Irgendwo steht eine Pyramide. Ich glaube Las Vegas oder so. Las Vegas, glaube ich. Und da musst du halt mit dem Fahrzeug drauf und davon ein Bild machen und da bekommst du Geld, okay, ne? Und um halt überall 100% zu bekommen, musst du halt die ganzen Bilder machen, was nervig ist. Bekommen wir da wenigstens viel Geld? Naja, für die Bilder bekommst du 15.000, geht voll klar. Ah, okay. Also wenn du alle Bilder gemacht hast, Junge, da kannst du schon ein kleines Auto holen. Dann kannst du reinracken, ja. Ja, ja. Und da habe ich nämlich was gegoogelt, irgendein Kulturdingens, ne? Musste ich fotografieren. Und dann habe ich in Google Maps eingegeben, ne? Und habe auf der echten Karte nachgeguckt und ich habe es wirklich durch die echte Karte gefunden, weil die wirklich gut ausgeschaut hat. Okay, krass. Das ist wirklich geil. Krass. Also die Städte liegen nicht 100% genau, ja, ist ja klar. Ja, ist klar. Aber... Ja, aber das... Ja, aber es ist fehlend trotzdem. Also dafür, dass die Map so groß ist und es sind echt gute Details, also da fehlt einfach, dass das so belebt ist, weil ich meine, wenn du in Los Angeles bist und da laufen ungefähr 10 Leute auf der Straße und fahren 5 Autos, aber das ist dann doch ein bisschen, ja, schade. Aber sonst ist die Map eigentlich richtig, richtig geil. Und da vorne ist das Ziel und ich bin Erster. Ich bin Alter, noch crazy. War echt sogar noch knapp, aber läuft. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's hier von dem ersten Part von der Vollversion von The Crew. Wie gesagt, die Playlist ist ja rechts oben im i verlinkt, könnt ihr auf jeden Fall super gerne vorbeischauen. Und wie gesagt, Tipps auch immer gerne gesehen hier, vor allem in Bezug darauf, was wir machen sollen. Da hole ich mir nochmal dieses grün-grün, ja, nur grün-grün. Komm, das packen wir jetzt nochmal schnell drauf. Läuft. Verbessern wir unser Boot, Alter, wow. So krass, Leute. Ist so gut. Wahrscheinlich seid ihr auch schon alle ultra weit und ich bin hier das einzige Opfer, das gerade erst angefangen hat. Naja, gut, ich würde sagen, das war's mit dem Part. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao, ciao.